Ui. Fabriken und Großgrundbesitze en masse fertig geworden. Und eine Militärakademie in Moskau. Brav. Jetzt können wir Kürassiere bauen. Wir können Leibgarde-Husaren bauen. Die hole ich mir auch sofort. Die Pavlograder Husaren, die werden ebenfalls sofort gebaut. Genau. Und das war es auch schon fast. In das 17. Jägerregiment gibt es auch. Und weil das die einzige halbwegs ordentliche Einheit ist im Scharfschützenmodus, nehme ich die auch nochmal dazu für die Russen, obwohl das auch bei der nicht so tolle Werte sind. Forschung, dann geht es natürlich direkt weiter. Und zwar mit dem hier, dem Generalstab. Den darf man nicht die Novgorod erforschen. Sofia kann dann die Eisenschienen machen. Oder vielleicht Edirne, sind die irgendwie anders gepolt? Nee, das nicht. Edirne macht mal die standardisierte Artillerie. Genau. Und wir bauen jetzt noch nicht dieses komische Ding da, sondern ich will dann eher weiter die Straßen ausbauen. Kostet jeweils knapp 4000 hier im Norden. Dann baue ich gleich mal in Novgorod, Ingermannland und in Smolensk aus. Das kostet natürlich viel Geld, aber das ist dann halt so. Nutzt ja nichts. Und hier könnte man sich überlegen, ob man Truppen aus dem Balkan hinzuzieht, um die Truppen vor Wien zurückzuschlagen. Oder ob man direkt auf Ungarn geht. Auch da um die Franzosen. Ja, hier raus zu bomben, ja. Und dann irgendwie den Österreichern das alles wieder zu verkaufen oder zu tauschen. Also ich glaube, ich gehe mal Richtung Ungarn. Und was dann kommt, das kommt dann halt. Spanien ist auch schon mit dabei. Ach du Scheiße. Kann ich gar nicht gebrauchen. Junge Garde ist hierbei. Uiuiui, jetzt heißt es wirklich aufpassen. Na gut. Weiter geht's. Immerhin hat der Kollege, der nach Ungarn gegangen ist, also Kutosow, eine gute Armee, auch mit Schützeneinheiten und so. Wir werden in Wien angegriffen von einer französischen Armee, die nicht sonderlich stark ist, aber wir müssen uns leider verteidigen. Jawohl, und ich gehe direkt in die Schlacht, um Wien zu verteidigen. Das wird kein Problem sein, auch wenn die Auto... wenn die Autoberechnung uns schlimmste Sachen verspricht. Also ausgeglichen ist das garantiert nicht. Wir sind klar überlegen. Das kann ich schon mal versprechen. Dass Österreich so schwach ist, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Der friedliche Teil war auch ohnehin schon weit vorangeschritten. Aber ich hätte ihn auch gerne noch etwas weitergeführt. Aber ist wie gesagt, das nutzt nichts. Wir sind jetzt voll im Kampf mit den Franzosen und kämpfen für die Österreicher in Österreich. Ist halt so. Und ich will mich richtig verschanzen hier schön mit unserer Artillerie. Die darf hier die Stadt bewachen. Und die Franzosen zerbomben. So. Die können alle hier so stehen bleiben, wie sie stehen. Die stehen alle sehr, sehr gut eigentlich. Alle schön in der Linie. Die können vielleicht woanders hin. Hier ein Bauernhof zum Beispiel. Ihr kommt dahin und... Oder ich... Nee. So, oder vielleicht besser damit, das wäre vielleicht noch besser, diese Pferde fallen. Und die anderen kriegen alle das. Ihr kriegt auch das und dann kann man ausnahmsweise mal den Russen nochmal schießen vielleicht. Hier macht, glaube ich, eher die Pferdefallenkonstruktion Sinn. Ihr, das macht gar keinen Sinn, irgendwas zu machen. Ihr kommt besser hier hin. Wobei ihr besser auch hier hingeht. Ihr kommt da mit den Pferdefallen. Ihr macht hier die klassischen. Und hier kommt außerdem viel Kavallerie hin auf diese Ecke. Und dann würde ich es auch schon sagen, wenn ich den General noch platziert habe. Benningsen ist das. Los geht's. Die Franzosen können kommen. Wir bleiben erstmal passiv und gucken, was passiert. Und Feuer.
Ich schieß mal auf den Chasseurschival. So, die müssen die zweite Ladung haben. Im Rohr. Und Feuer. Ja, da sind schon mal die ersten 10. Hinüber der Franzosen. Läuft doch gut. Da ist der General. In dieser Chasseur-Cheval-Einheit versteckt er sich. Das sind Grenadiere hier. Wir haben nur eine Einheit davon. Und das sind 10 mal Musketiere. Aber wir sind auf alles gut vorbereitet. Das war schon eher was, jawohl. Und tschüss. Kann hier mal was werden. Da, da kommen Franzosen an. Und auf die bitte schießen. Feuer, jawohl, alle 4 schießen und Feuer. Ja, das hat reingehauen. 20 Tote auf einen Schlag. Unsere Infanteristen schießen fleißig. Das sind hier die Grenadiere. Jawohl. Da bleibt, glaube ich, nicht viel von übrig. Hier hinten sieht das noch gut aus. Dieser einer wird auch ohne wieder Wehr oder Gegenwehr wegbesiegt, sozusagen. Ja, das hat auch eingehauen. Nee, tschüss. Die Hälfte ist schon weg. Noch einmal hier reinschießen, bitte. Jawohl. Ja. Autsch. Wenn die so dicht stehen, kann auch mit Kanonenkugeln eine Menge ausgehen werden gegen Infanterie. Ja, oi, oi, oi. Aua. Aua, das tut, glaube ich, weh. Gut, die zieht sich zurück. Und ihr könnt weiter schießen auf die feindliche Artillerie. Okay, das erste aus, bereits eingekracht. Und die sind echt durcheinander gekommen, die Truppen. Haben sie alle da gesammelt. Hier ist nur noch die Adlerie übrig geblieben. Und sehr schlecht ist auch schon Ziel sicher. Da ist schon eine Kanone weg. Und dann muss ich jetzt unsere Truppen auch ein bisschen umpositionieren. Ein bisschen sehr umpositionieren, bitte. Hier müssen wir jetzt auch nach vorne gehen, sonst wird das alles nichts. Sonst sitze ich heute Abend noch hier. Und die können wir, glaube ich, auch mit nach vorne ziehen. Ja. Hier ist ordentlich was weggehauen worden von uns. Mein lieber Herr Gesangverein. 120 Leute liegen da bestimmt schon. Die müssen sich dämlich bescheuert aufgestellt haben. Aber ist auch mal ganz lustig. Wow, 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 wow.
So, ihr geht mal mit Nahkampf auf diese Einheit. So, hier können wir auf die feindliche Kavallerie schießen. Das tun wir auch. Und die Musketiere schießen ebenfalls auf die Feinde. Jetzt können wir nämlich auch langsam ins Hauptgefecht einsteigen. Und ihr geht mal hier in das Rathaus, in den Bauernhof, genau. Wir haben ein Gebäude, Herr Obersir. Schön. So. Und hier bleibe ich ausnahmsweise tatsächlich mal beim Fernkampf, würde ich sagen. Oder? Nein, hier nicht. Hier wollen wir den Nahkampf genießen. Attacke! Da kenne ich ja nichts. Haben wir schon gewonnen. Und dann auch nochmal dagegen. Die können jetzt aufhören zu schießen. Und Attacke. Rein geht's. Hier haben wir den ganz klaren Artillerievorteil. Die Artillerie hat diese Schlacht für uns praktisch gewonnen, kann man sagen. Hier geht's jetzt auch in den Nahkampf. Und hier gehen wir erstmal natürlich ganz gezielt an der Artillerie vorbei, wenn es geht. Werfen mal auf diese 92 Mann Linienfusiliere. Granaten, wenn es geht. Nein. Oh, Scheiße! Jetzt. So. Granaten werfen, das sind noch 92 Mann. Nicht so lahmarschig. Zack, zack. Und ab in Nahkampf. Ja. 27 Tote durch die Granaten und ab in Nahkampf. Unsere Männer fliehen, Sir. So, da wurden wir zurückgeschlagen. Macht nichts, wir haben noch unsere Grenadiere. Die haben die Feinde wiederum zurückgeschlagen und können jetzt sich frohen Mutes auf die feindlichen Linienfusiliere stürzen. Am besten, nachdem wir einmal Granaten geschmissen haben. Feuer. Ja, geil. Mitten rein. Und dann ab in Nahkampf. Nochmal 20 Tote und rein. So. Und hier wurden wir gerade ein wenig zum Druck geschlagen, würde ich sagen. Da geht man auf die Chasseur Cheval. Die Franzosen waren aber auch zahlenmäßig überlegen hier in dieser Ecke. Haben aber auch kaum was verloren. Oh, jetzt wird es nochmal gefährlich. So, Kavallerie, jetzt kommt's. Auf die Kavallerie an. Ulan, können wir auf diese Artillerieeinheit hinten gehen. Unsere Männer fliehen, Sir. Unsere Husaren gehen auf diese Linienfusiliere und diese Husaren gehen hinten auf die... Ne, die brauchen wir nicht mehr. Die gehen hinten auf die 800 Fuß Artillerie der Feinde. Ihr dürft wieder schießen. Ihr könnt hier hingehen, hinter dieses Ding da am besten. Hier diesen kleinen Karren, der gibt uns Schutz. Die haben wir gleich fertig da hinten. Und hier hinten sind wir auch gut am Start. Unsere Männer fliehen, Sir. So, wir haben jetzt eine halbe Armee auf der Flucht, aber die Franzosen ebenso. Und die französische Artillerie ist bereits komplett ausgeschaltet jetzt in diesem Moment. Unsere Kavallerie haben wir noch, das ist unser Trumpf. Aber in Stadtmitte, im Zentrum sitzen die Franzosen. Die haben sich da ganz klar durchgesetzt, da habe ich nie aufgepasst. So, jetzt Attacke. Husare, die Franzosen sind müde und geschwächt. Und kosakische Kavallerie auf den Linienfusilieren. Es war leichte Kavallerie gegen schwere Infanterie, aber es muss trotzdem helfen. Und hier geht's ab in Nahkampf. So, jetzt haben wir doch nämlich den Vorteil. Und hier dränge ich hinterher. Nee, dann lieber darauf. Die auch direkt unter dem Wasser zurück ab in Nahkampf. Hier sind wir klar überlegen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. So,
sieht gar nicht gut aus hier, die Ecke. Und unsere Grenadiere haben wir auch noch. Und hier haben wir jede Menge Kavallerie. Also ab hinterher. Auf die Franzosen. Am besten hier noch rein. Dann sollten wir es gleich haben. Eine harte Schlacht. Oh Mann. Aber gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Franzosen sind immer noch eine Nummer. Ein glorreicher Sieg, und hier Sir, von der Seite rein, das muss auch helfen. Vor allem moralisch. So, vier Mann gegen dieses olle Carré, dann hat man auch wirklich, also mit vier Einheiten hat man wirklich auch eine gute Chance gegen die, und uns irgendwann einfach erdrückt. Genau. Aua. Und ab auf die Chasseur-Archival-Einheiten. Da haben wir jetzt alles besiegt, was die falsche Uniform trägt. Und dann haben wir insgesamt auch gewonnen. Jawohl. Sieg, aber ein ganz schön teurer Preis. Ja, so glorreich war das alles nicht. Wir haben 1084 Mann verloren. Und vor allem, da waren fast 250 Eigenbeschuss-Sachen drin. Das war also überhaupt nicht gut von mir. Die Artillerie hat, glaube ich, auch eigene Leute umgebracht. Hat aber auch sehr, sehr viele Feinde umgebracht. Deswegen, naja, Verluste der Feinde eben 1574, also 1 zu 1,5. Und wir sehen vor allem, unsere Musketiere haben richtig bluten müssen. Die eine hat alles verloren, ohne was gekillt zu haben. Ich kann gar nicht nachvollziehen, wie das passiert ist. Gut. Die Kavallerie hat uns gerettet, aber auch nicht so viele Kills. Die Artillerie war gut und Teile der Infanterie, aber naja, gut.